Also ich grüße Sie ganz herzlich. Ich bin selbst ein bisschen derangiert. Ich habe mir vor ein paar Wochen den Fuß gebrochen und muss den immer hochlegen. Also wenn ich hier etwas seltsame Bewegungen mache, dann denken Sie nichts Böses bei. Aber so ist es halt. Wahlkampf mit einem gebrochenen Fuß ist nicht schön. Ja, das glaube ich. Also trotzdem freuen wir uns natürlich sehr, dass Sie den Termin wahrnehmen können und sich auch die Zeit genommen haben. Okay, dann stelle ich mich gerade kurz mal vor. Helmut Vogel ist mein Name. Ich bin Präsident vom Deutschen Gehörlosenbund. Ich glaube, bisher hatten wir noch nicht das Vergnügen miteinander, aber umso schöner ist es jetzt, dass wir jetzt die Zeit haben. Herrn Büter, mit dem hatten Sie ja des Öfteren schon mal Kontakt. Er arbeitet ja bei uns auch im Deutschen Gehörlosenbund hauptamtlich. Und ich als Ehrenamtler. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, danke gleichfalls. Wir als Deutscher Gehörlosenbund haben uns jetzt quasi aufgrund der Pandemie uns für diese Lösung entschieden, dass wir das gerne als Online-Interviews durchführen würden. Sie sind heute unser fünfter und letzter Interviewpartner. Die anderen Parteien haben wir jetzt durch. Wie gesagt, mit Ihnen können wir heute das abschließen und danach die Filme veröffentlichen. Auch, dass die Gehörlosen, die Gebärdensprachennutzer und die anderen Menschen mit Hörbehinderung und andere Interessierte sich die Videos anschauen können und die Interviews sich anschauen können und sehen können, okay, welche Meinung vertreten die einzelnen Parteien und wie stellen die sich die Zukunft vor? Herr Bartke, Sie sind ja seit 2013 im Bundestag, Abgeordneter des Bundestages, für Ihren Wahlkreis Hamburg-Altona. Sie sind ja Mitglied des Bundestags, und kandidieren jetzt das dritte Mal für den Bundestag. In der letzten Legislaturperiode waren Sie ja auch Vorsitzender des Ausschusses Arbeit und Soziales. Bin ich immer noch. Ja, noch, natürlich, stimmt, genau. Also war das Wort von mir, das war falsch, das stimmt. Genau, bis zum 26. September, richtig, Ich genau. hoffe nicht, dass Sie mich jetzt so irgendwie rausgeschmissen haben. Nee, das glaube ich nicht. Nee, Sie bleiben hoffentlich in Ihrem Amt. Ja, das wird das Wahlergebnis zeigen danach dann, ne? Da haben Sie ein wahres Wort gesprochen. Und mein Wahlkreis ist ziemlich knapp, also die grüne Kandidatin sitzt mir schwer im Nacken und da muss man sich strecken. Ja, die Umfragewerte sehen ja auch ganz gut für die SPD aus, steigen ja wieder, die Grünen sinken ein bisschen, die CDU auch. Ich drücke Ihnen die Daumen. Wir kennen das gar nicht, dass die Umfragen nach oben gehen. Normalerweise ist das immer andersrum. Also finden wir aber gut. Ja. Schön. Dann, also ich führe selber nicht das Interview, das macht mein Kollege, der Herr Büter. Deswegen würde ich jetzt an ihn übergeben, dass er die 8 Fragen mit Ihnen durchgeht und ich bin ganz gespannt auf Ihre Antworten. Genau. Ja, vielen Dank für die Übergabe. Das sind unsere 8 Fragen vom Deutschen Gehörlosenbund zu den Wahlprüfsteinen. Die erste Frage richtet sich in den Bereich Gesundheit, Gesundheitsversorgung von gehörlosen Menschen. Am Anfang der Corona-Pandemie, da war es natürlich so, dass die Gebärdensprachgemeinschaft keine Information bekommen hat, weil es keine Untertitel gab und keine Gebärdensprachdolmetscher-Einbindung. Das hat die Bundesregierung Gott sei Dank umgesetzt. Die Frau Merkel macht das, auch das Bundesgesundheitsministerium, aber die anderen Ministerien, beispielsweise das Bundesministerium des Inneren, bei der BKK und Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dort zum Beispiel gibt es keine Informationen in Gebärdensprache. Also sprich bei einer Katastrophe wie beispielsweise das Hochwasser in NRW und Rheinland-Pfalz, da haben wir als Gehörlosengemeinschaft überhaupt gar keine Infos bekommen. Wie ist Ihr Stand als SPD dazu? Also für uns ist Barrierefreiheit extrem wichtig und zwar auf absolut jeder Ebene.
Sie wissen vielleicht, dass wir einen ganz, ganz langen Kampf gemacht haben, auch für Menschen mit geistiger Behinderung im Krankenhaus. Ein Thema, was mir natürlich sehr nahe liegt, weil ich nicht nur Abgeordneter im Deutschen Bundestag bin, sondern auch Vorsitzender der Hamburger Lebenshilfe. Und das war ein riesiges Problem, dass dort eine Assistenz stattfindet. Aber Sie haben die Gesundheitsinformation angesprochen. Und das muss man sagen, ist zum Teil ein wirkliches Trauerspiel gewesen. Wir setzen uns massiv dafür ein, dass auch gehörlose Menschen natürlich diese Information vernünftig und barrierefrei bekommen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Pressekonferenzen möglichst umfänglich in Gebärdensprache gedolmetscht werden. Sie wissen, dass die Pressekonferenzen des Robert-Koch-Instituts das werden, die der Bundesregierung und das Bundesministerium für Gesundheit hat eine Videotelefon-Hotline geschaltet. Also das, ich bin immer ganz überrascht oder eben traurig überrascht, wenn man mal Sendungen im Ausland sieht oder wenn das so überspielt wird. Und da ist ja ganz häufig dann die Gebärdensprachdolmetschung. Und da gilt ja wirklich der Satz, da sind wir häufig ziemlich hinten dran in Deutschland. Das ist nicht in Ordnung. Und dafür setzen wir uns ein, dass wir das, dass das besser wird. Wir setzen uns auch dafür ein, dass die Informationen für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung beachtet werden und dass die auch viele Informationen in leichter Sprache gemacht werden. Ich habe heute Abend einen Termin bei der Lebenshilfe, wo ich das Wahlsystem erläutere. Also ich erzähle ja nichts über die SPD, sondern eher, wie geht das überhaupt mit dem Wählen? Und da habe ich dann für die SPD natürlich das Wahlprogramm nochmal in leichter Sprache bestellt, was auch an die Menschen verteilt wird. Und was ich ja selber gemacht habe, was Sie wahrscheinlich auch wissen, ich habe mich dafür eingesetzt und zwar auch erfolgreich, dass die Debatten im Deutschen Bundestag übersetzt werden und zwar sämtliche Debatten. Das war mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ich hatte damals das Glück, dass der haushaltspolitische Sprecher der SPD aus Hamburg kam, Johannes Kahrs. Er ist dann leider zurückgetreten. Da habe ich gesagt, Johannes, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht um die Gehörlosen. Und das hat er auch gemacht. Es geht ja in der Tat nicht nur um die Gehörlosen. Es geht auch um die Gehörbeeinträchtigten. Also das ist jedenfalls, haben wir seitdem unglaubliche Zugriffszahlen. Und das ist eigentlich ein großer Erfolg. Ja, sehr schön. Zu dem Wahlprogramm, die Umsetzung in Gebärdensprache auch, da hatte ich schon mal nachgefragt, da habe ich leider keine klare Antwort bekommen. Von den anderen Parteien, von den Grünen, von der Linken, von der CDU, CSU, da habe ich eine Antwort bekommen, dass das umgesetzt wird, noch in Gebärdensprache, von der SPD bisher leider noch nicht. Da hoffe ich, da kommt noch eine Antwort. Der Deutsche Gehörlosenbund fordert ja auch die Hotline. Ist notiert, kriegen Sie. Okay, super. Jetzt haben Sie direkt eine Hausaufgabe. Was muss man da arbeiten hier? Das ist ja das Letzte. Ja, Spaß beiseite. Nochmal zum, also das ist ja eine lange Forderung vom Deutschen Gehörlosenbund schon, dass wir gerne eine Hotline zum Thema Corona haben möchten, wo man seine Fragen stellen kann in Gebärdensprache. Dass man dort halt wirklich direkt in Gebärdensprache miteinander kommunizieren kann. Da hatten wir schon Kontakt mit dem KBV, mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bund. Und da kam es leider bisher noch nicht zustande. Ich meine, es geht jetzt auch gar nicht nur um Corona, sondern allgemein auch über eine Gesundheitshotline für Gehörlose. Ne, man muss das vielleicht ein bisschen unterscheiden, nicht das Gebärdentelefon. Das Gebärdentelefon ist ja eher so dieser Bürgerservice mit der 115. Und das andere geht eher in die Richtung 116, 117. Und da gibt es ja nichts in Gebärdensprache bisher. Was ist da Ihre Meinung als SPD? Naja, also eigentlich ist das ja, haben wir das ja im Zuge des der Reform des Telekommunikationsgesetzes jetzt geregelt. Da war ich auch nicht ganz unbeteiligt. Jedenfalls, dass barrierefreier Zugang zur Notrufkommunikation sichergestellt wird. Der Berichterstatter war mein... Ja, ganz kurz. Der Notruf wäre der zweite Punkt. Also da geht es ja wirklich um die Hotline jetzt, ne? Ja. Die Corona-Hotline, also im Gesundheitsbereich. Der Notruf, das ist unsere zweite Frage, da kommen wir gleich noch zu. Ach so, offen gestanden, das weiß ich momentan nicht, wie da im Bereich der Corona-Hotline das geregelt ist. Aber wenn Sie sagen, das ist derzeit nicht geregelt,
Ja, also wir kämpfen nach wie vor dafür, dass es eine Gesundheitshotline für Gehörlose gibt, dass das umgesetzt wird. Ja, Aber dann ja. kommen wir doch gerne jetzt zu Naja, seinem. aber da will ich doch nochmal sagen, da setzen wir uns dafür ein, habe ich gerade nochmal eben nachgeschaut. Also die Gesundheitshotline müssen zugänglich sein und die Angebote, die derzeit bestehen, wollen wir ausbauen. Ich sage Ihnen aber eins, wir haben ja einen Koalitionspartner noch. Und ich weiß nicht, wie viele Gesetze ich mit denen verhandelt habe. Und das war immer das Gleiche, dass im Grunde die Union bei fast allen Sachen auf der Bremse gestanden hat und wir immer große Überzeugungsarbeit leisten mussten, um überhaupt etwas hinzukriegen. Nun haben wir einen Sozialminister, Hubertus Heil, der extrem gut ist, was Überzeugungsarbeiten anbelangt. Und der hat da wirklich auch ja bekanntermaßen viel bewegt. Aber es ist schon nicht einfach, mit diesem Koalitionspartner in sozialen Belangen etwas zu machen, weil das sehr deutlich nicht ihr Schwerpunkt ist. Gut, dann würde ich jetzt gerne zu unserer zweiten Frage kommen. Da geht es um den barrierefreien Notruf. Da wurde ja, wie Sie eben schon erwähnten, das Telefonkommunikationsgesetz geändert. Und da gibt es ja die EECC, die wurde auch geändert. Und da hatte ich gesehen, im Paragraph 163 Notrufverbindung, da gibt es einmal Telefon, das ist ja soweit in Ordnung. Fax nach wie vor, das besteht nach wie vor die Möglichkeit. Und Telefonvermittlungsdienst. Also sprich Test, Telesign beispielsweise. Das ist ein bisschen unklar, weil kostenlos steht da nicht dabei. Das ist so ein bisschen Entwicklung. Und viertens ist natürlich die Notruf-App noch. Das ist ein bisschen unklar, diese Formulierung. Und daher die Frage bei EECC und EA, das ist wirklich nicht eins zu eins umsetzbar. Ist die SPD in der nächsten bereit, in der nächsten Legislaturperiode da wirklich nachzubessern und das wirklich ganz klar zu formulieren? Naja, aber wir haben ja also die Nutzung der Telekommunikationsdienste zu den Notrufzwecken ist kostenlos. Das haben wir ja jetzt in dem Telekommunikationsgesetz geregelt. Und wie ich das eben schon gesagt habe, der zuständige Berichterstatter bei uns war Falco Moors, Abgeordneter aus Wolfsburg, mit dem ich da intensiv verhandelt habe und habe eben das nochmal als einen wichtigen Punkt auf den Weg gegeben, weil das Gesetz wurde federführend im Wirtschaftsausschuss behandelt. Also jetzt ist es auch so, dass auch wenn ein Vermittlungsdienst zwischengeschaltet ist, soll der Notruf kostenfrei sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon umgesetzt ist, aber im Prinzip ist das so geregelt und über weitere kostenfreie Lösungen, Textchat, Videotelefonie und also etwas. Sie haben eben Fax gesagt, es ist ja ein bisschen outdated, ne? Aber da wird darüber zu reden sein und da setzen wir uns auf jeden Fall dafür ein. Und ausgearbeitet werden die Regelungen ja jetzt in einer Rechtsverordnung der beteiligten Ministerien. Und da kann ich nur den Gehörlosenbund bitten, sich auch weiterhin konstruktiv daran zu beteiligen, weil das, was Sie an Stellungnahmen machen, das ist für uns, muss ich schon sagen, extrem wertvoll. Vielen Dank. Also da arbeiten wir natürlich sehr gerne mit Ihnen zusammen. Wenn ich noch kurz Telefonvermittlungsdienst, der Notruf, der ist kostenlos, das stimmt. Aber der normale Notruf und so weiter, da muss man noch weiterhin 14 Cent bezahlen. Und das möchten wir auch gerne machen, weil in anderen europäischen Ländern ist es überall kostenlos. Wir sind das einzige Land Deutschland, was wir festgestellt haben, wo man was zahlen muss. So, da ist jetzt die zweite Aufgabe, die ich mir aufgeschrieben habe. Okay, super. Beim EECC und beim EA, diese Wörter, das ist ja Gespräch und das quasi dann in Text zu ändern, das gibt es ja bisher nicht. Also es ist natürlich auch wichtig, dass man Text und Video beides nutzen kann, wirklich in einer App. Und das ist es leider bisher nicht so im Telekommunikationsgesetz verankert. Und daher ist unser Wunsch in der nächsten Legislaturperiode, dass das wirklich umgesetzt wird. Okay, habe ich verstanden, habe ich notiert. Da werde ich mich gegebenenfalls nochmal an Sie wenden, um das so etwas zu konkretisieren.
Ja, sehr gerne. Als Beispiel vielleicht bei der Notruf-App Nora. Da ist es auch wieder so, der Start ist jetzt wieder verschoben. Ende Juli sollte es eigentlich veröffentlicht werden. Jetzt ist es wieder verschoben worden, weil die Tests wohl nicht so zuverlässig waren wie erhofft. Und dementsprechend muss das nochmal wirklich mit 290 Leitstellen besprochen werden alles. Und dementsprechend ist jetzt der Start für September geplant. Also sprich, wir Gehörlose müssen dann natürlich wieder mal warten und gucken, ob es dann im September dann endlich soweit ist, dass dann wirklich wir einfach die Sicherheit bekommen, dass wir auch einen Notruf absetzen können. Ich hoffe aber vor dem 26. September. Ja, hoffen wir. Mal sehen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur dritten Frage. Betrifft den Bildungssektor. Hier im Allgemeinen, gehörlose Kinder brauchen ein bimodales System oder ein bilinguales Bildungssystem. Die Angebote sollen geschaffen werden in Gebärdensprache. Das ist, glaube ich, jedem von uns klar. Wie sieht es denn da in dem Fall aus? Schwerhörigenschule, Gehörlosenschule, Unterrichtsfach, gerade das Thema Gebärdensprache als anerkanntes Unterrichtsfach oder vielleicht sogar dieses Thema allgemeine bildende Schule. Kann man da auch das Thema als Inklusionsschule auch mit anbringen, dass man sagt, man könnte das als Wahlpflichtfach anbieten? Das haben wir im Moment deutschlandweit in den 16 Bundesländern nicht überall einheitlich. Das gibt es im Moment nur in Berlin, Brandenburg und Hamburg und in Hessen. Andere Bundesländer haben derzeit so ein Angebot nicht geschaffen. Wie sieht die SPD das? Kann man da irgendwie noch was machen oder gibt es da Meinungen, wie wir da in der Zukunft weiter vorgehen können? Naja, Sie haben das ja eben schon angesprochen, dass manche Bundesländer das machen und manche nicht. Und das ist natürlich auch offen gestanden die Krux im System, dass Bildungspolitik eben Ländersache ist. Ich sage Ihnen ganz offen, ich bin da nicht begeistert von. Ich fände, das wäre, also dass wir... Es gibt ja den Satz, ein Kind kann drei Schicksalsschläge erleiden. Die Eltern sterben, die Eltern lassen sich scheiden oder die Eltern ziehen in ein anderes Bundesland. Ne? Das ist schon eine ziemliche Katastrophe, was sich dort abspielt. Und ich bin natürlich nun Bundespolitiker und kann den Länderpolitikern da nicht ins reinfuschen. Aber wie gesagt, in Hamburg, das haben Sie ja eben zutreffend gesagt, machen wir das. Wir wollen, also als SPD sage ich mal, dass Inklusion für uns ein ganz zentraler Bestandteil aller Bildungseinrichtungen sein muss. Und als Bund unterstützen wir ja auch die Förderung der Digitalisierung. Das Augenmerk muss dabei natürlich auf der Barrierefreiheit der Unterrichtsmaterialien liegen und bei der, was die Kommunikation eben anbelangt, insbesondere dann, wenn die Bildung digital stattfindet. Ich denke, dass wir dazu, und das fordern wir ja auch, rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, die Barrierefreiheit im Bereich von Information und Kommunikation auch für den ganz privaten Bereich definiert und verbindlich vorschreibt. Bei den digitalen Lernplattformen, die müssen ausnahmslos barrierefrei sein. Das ist ja ein Thema, was immer zentraler wird. Und Sie haben ja eben auch nochmal Corona angesprochen. In der Corona-Zeit haben viele Kinder auch den Anschluss verloren. Und die SPD fordert ein Wahlprogramm in ihrem Wahlprogramm das Bundesprogramm für Schulsozialarbeit. Damit sollen die Kommunen Geld bekommen, damit sie an jeder Schule eben auch Schulsozialarbeit machen, was für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und was wir wollen, ist in dem Bereich der Ausbau von flächendeckenden Ganztagsangeboten. Was Bildungspolitik anbelangt, ist, glaube ich, die Ganztagsschule ein ganz, ganz zentraler Schlüssel zur Gleichheit, was die Voraussetzungen anbelangt, weil wir natürlich schon wir wissen, was Bildung anbelangt, ist es so, dass das Einkommen und der Bildungsgrad der Eltern derzeit noch massiv darüber entscheidet, ob das Kind erfolgreich ist oder nicht. Und das wollen wir ändern. Okay, sehr gut. Ich würde vielleicht mal einen Beispielsfall schildern aus Chemnitz. Wir haben da einen Fall, wo in einer Schule ein gehörloses Kind in die Förderschule kommt, ich sag mal Sonderschule, wie auch immer, und in dem Unterricht dort nicht wirklich viel mitbekommt. Die Lehrer können keine Gebärdensprache, das Kind stößt dort auf Barrieren, kommt nicht wirklich weiter. Dann werden Dolmetscher organisiert, wofür Kosten entstehen.
obwohl man dann so ein bisschen sieht, ja, okay, das System hat irgendwie dann doch versagt. Gerade wenn es darum geht, Gehörlosenpädagogen in der ELPO, wo auch ganz klar drin nicht drinsteht, Gebärdensprachkurse werden benötigt, Gebärdensprachkompetenz muss vorhanden sein. Dass die Lehrer natürlich dann da irgendwie auf der Stelle treten und nicht das Bildungsangebot anbieten können, ist selbstverständlich. Wäre es da nicht halt auch verpflichtend anzubieten, dass die Lehrer da auch die Gebärdensprachkenntnisse weiter vertiefen müssten, um so halt auch dann dementsprechend in der Schule bessere Angebote leisten zu können? Ja, war schon eine kurze Ergänzung. An der schwerhörigen Pädagogik, Gehörlosenpädagogik kann man insgesamt an 5 Unis oder an 5 Hochschulen studieren. Und dementsprechend ist es, und ich glaube, an 2 davon ist es ganz klar, dass es da Gebärdensprache verpflichtend mitgelernt werden muss, aber bei den anderen 3 nicht. Und das ist halt wirklich peinlich, wenn an einer Förderschule für Hören und Kommunikation die Lehrer keine Gebärdensprache beherrschen. Ne? Also wie gesagt, circa 10% ergeben Forschungen, die wirklich Gebärdensprache können. Der Rest der Lehrer an den Schulen können keine Gebärdensprache. Und dementsprechend ist es so wichtig, einfach dort wirklich für ein bimodales und bilinguales Angebot zu sorgen. Ja, wenn an einer gehörlosen Schule die Lehrer keine Gebärdensprache können, das oder Lehrerinnen, das ist natürlich völlig schräg. Das muss man sagen, das geht natürlich nicht. Das wollen wir. Aber ansonsten ist es natürlich auch so, dass teilweise gehörlose Schüler an den allgemeinen Schulen sind. Und da ist natürlich dann muss auch entsprechend müssen Gebärdensprachdolmetscher zur Verfügung gestellt werden. Da bin ich aber auch entschieden dafür, dass wir da deutlich mehr Druck machen und in der Tat notfalls, dass man dann eben eine Quote festschreibt, wie hoch der Anteil sein muss und das eben dann verpflichtend macht. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ja, das wäre auf jeden Fall schön, wenn das mit der Quote funktionieren würde. Okay, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu dem 5. Bereich, Arbeits- und Beschäftigung. Und da wollte ich die SPD mal fragen, wie es mit der monatlichen Ausgleichsabgabe aussieht. Ob man mindestens auf 750 € erhöhen würde für jeden nicht besetzten Pflichtarbeitsplatz. Wie ist da die Meinung? Macht das Sinn? Das Sozialministerium, Hubert Hill hat ja da auch ganz klar gesagt, es soll verdoppelt werden. Hat leider nicht funktioniert. Die CSU, CDU hat da ja ein bisschen den Riegel vorgeschoben. 4. Stufe ist im Moment das Thema. Kriegen wir das in der 20. Legislaturperiode vielleicht hin, da die Ausgleichsabgabe noch zu erhöhen? Wie ist da Ihre Meinung? Also, ich hätte etwas flapsig fast gesagt, das liegt an Ihnen, wie das nächste Wahlergebnis ist. Wir sind da ja sehr, sehr klar positioniert. Rein zufälligerweise habe ich gestern nochmal mit Jürgen Dusel, dem Bundesbehindertenbeauftragten, gesprochen in der Sache. Und der hat ja auch richtig gefightet dafür. Ich selber weiß durchaus, wovon ich rede. Ich habe mal das Hamburger Integrationsamt geleitet, eine Zeit lang. Ich sage immer, da war ich der beliebteste Beamte Hamburgs damals, weil ich so viel Geld hatte, was ich, und da konnte mir ja der Finanzminister, der Finanzsenator, konnte wieder nicht reinspucken, weil du darfst es ja nur ausgeben für Sachen, die schwerbehinderte Menschen am Arbeitsplatz fördert. Das war schon sehr, sehr sinnvoll, was wir dort mit diesen Sachen gemacht haben. Und Unternehmen, die keinen einzigen Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen. Ich sage mal, das ist ja fast schon eine politische Aussage. Wir wollen die nicht. Und da muss man sagen, wer nicht hören will, der muss dann auch fühlen. Und ich bin entschieden dafür, dass wir diese neue Ausgleichsabgabe einführen. Und Sie wissen das, dass Hubertus Heil das schon in das Barrierefreiheitsgesetz reingeschrieben hatte, in den Entwurf. Und der ist dann eben nicht durchs Kanzleramt gekommen, weil das Kanzleramt hat das verhindert. Die wollten keine neue Stufe machen. Ich fand das sehr bedauerlich. Aber ich habe das ja eben gesagt, dass das mit unserem Koalitionspartner halt zuweilen wirklich nicht so ganz einfach gewesen ist. Da sind wir dann eben auf Grund gelaufen. Allerdings ist die 4. Stufe nicht 750 bei uns, sondern die doppelte Stufe der Stufe 3, nämlich dann 720, aber das ist sicherlich nicht das Kernproblem. Wir sind auch der Auffassung, dass Arbeitsassistenz grundsätzlich in jedem benötigten Umfang gewährt werden muss. Also Hubertus Heil, dem war das wissen Sie ja auch,
ein ganz wichtiges Anliegen, das zu machen. Und da freuen wir uns über jede Unterstützung. Aber ich sage Ihnen ganz offen, das hängt mit ziemlicher Sicherheit vom Wahlergebnis und von der nächsten Bundesregierung ab. Da muss man sagen, also insbesondere wenn die FDP dabei ist, dann kann es mal knicken. Das wird mit Sicherheit dann an deren Veto scheitern, weil die sind alles, was irgendeine Form von Belastung von Unternehmen anbelangt, sind die dagegen. Das ist halt so. Okay, verstehe. Vielleicht da nochmal das Thema Arbeitsassistenz und deren Leistungen nochmal in den Fokus zu rücken. Die gleiche Chance für alle im Arbeitsplatz, am Arbeitsmarkt für Gehörlose, Hörende gleichermaßen zur Verfügung zu stellen, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Ziel. Und auch da gerade den Ausgleich zu schaffen, gelingt nicht immer. Wie sieht es denn aus mit Gehörlosen, die zum Beispiel die Möglichkeit haben, die würden theoretisch da ihre Arbeitsleistung bekommen, ihre Arbeitsassistenz, beantragen das, aber bis zum Bewilligungszeitraum vergeht doch eine gewisse Zeit. Es gibt manchmal dann noch Gutachten, die sich die Situation nochmal anschauen müssen, es wird Beurteilung geschrieben. Dadurch verzögert sich der Antragszeitraum mal von 4 bis 6 Monaten, immer durchschnittlich nach der Arbeitsauslast. Der Vorgesetzte kann vielleicht den Mitarbeiter dann so ein bisschen für eine gewisse Zeit da ja verstehen, aber irgendwann kann das ja auch passieren, dass das dann so ein bisschen auf den Schwerbehinderten zurückfällt. Vorauszahlungen, die in solchen Fällen halt bis zum Bewilligungszeitraum irgendwie geleistet werden, sind auch nicht so einfach. Wäre das eine Lösung? Wie ist Ihre Meinung dazu? Wie können wir das am besten regeln? Wie kann die SPD das organisieren, dass diese langen Beantragungszeiträume besser überbrückt werden, sodass diese Menschen ihre Assistenzen bekommen? Also das Problem betrifft ehrlicherweise natürlich nicht nur den Bereich. Also langsame und langatmige Bearbeitung von Anträgen, das ist leider ja das tägliche Brot auch von der Politik, sich damit auseinanderzusetzen. Ich würde sagen, da müsste man einfach in der Tat mal schauen, wie da die Empirie ist. Ich verstehe das, wenn das zu lange dauert, dann und insgesamt zu lange dauert und das ein häufiger Fall ist und nicht nur Ausnahmen sind, dann glaube ich, muss man da handeln und da kann man natürlich auch handeln, indem man dann ins SGB 9 oder wo auch immer hineinschreibt, dass man maximale zeitliche Vorgaben gibt. Das ist ja relativ üblich, dass so etwas gemacht wird und dass das ansonsten denn eben als bewilligt gilt, wenn das zu lange dauert. Das wäre, glaube ich, das letzte Mittel. Da müsste man in der Tat mal schauen, ob das ein generelles Problem ist, ob die alle zu lange warten, dann muss man da handeln. Aber wenn das praktisch nur immer in einer schlechten Arbeitsorganisation liegt, dann glaube ich, dann muss man da einfach nochmal ein bisschen politischen Druck machen, dass so etwas nicht geht. Also bevor ich da die Keule mache, es ist bewilligt, wenn du das innerhalb von 2 Wochen oder 3 Wochen nicht entschieden hast. Das ist natürlich schon ein scharfes Schwert. Aber ich würde davor nicht zurückschrecken, wenn das wirklich ein generelles, gravierendes Problem ist für Menschen, die Gebärdensprachdolmetschung brauchen. Aber das würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen und wir als Gehörlosenbund, also 3, 4 Wochen, wenn man da nichts hört, plus halt nochmal die Geschichte mit dem Schwerbehindertenausweis, dass man da vielleicht sogar ein Merkzeichen mit GL in Verbindung eingeführt bekommt, wo man RBL, wie auch immer, dass man da halt auch sieht, ah okay, die entsprechenden Hilfen hängen damit automatisch zusammen, was natürlich dann auch um einiges den Prozess halt verschleunigen würde und diese ganze Beantragung und so weiter nochmal ein bisschen vereinfachen würde, um so halt einfach ganz klar mit dem Schwerbehindertenausweis Bürokratie abzubauen, um so schneller auf ein Ergebnis zu kommen. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, ja. Okay. Gut, möchten Sie dazu noch was sagen bezüglich den Schwerbehindertenausweis, ob das da Sinn macht oder wie ist Ihre Meinung dazu? Jetzt nochmal konkret was beim Schwerbehindertenausweis? Also ich hatte ja daran gedacht, dass man den Schwerbehindertenausweis dementsprechend mit den Merkzeichen, die es ja derzeit gibt, zum Beispiel das GL für gehörlos oder das BL für blind, TBL für taubblind, dass man diese Merkzeichen mit einer entsprechenden Leistung verbinden könnte. Dass man sagt, ich bin als Gehörloser, bekomme automatisch, wenn ich dieses Merkzeichen in meinem Schwerbehindertenausweis stehen habe, eine Arbeitsassistenz, eine Schriftassistenz, habe die Möglichkeit, Telesign-Test zu nutzen.
dass so damit dementsprechend der Bürokratieaufwand vereinfacht wird und für die Gehörlosen da auch einfacher Hilfen in Anspruch genommen werden. Naja, ich glaube schon, das ist ja noch, also es ist ja nicht überall, es ist ja wirklich notwendig, dass jemand was braucht. Also ich hatte mal einen Fall, wo es darum geht, also als ich das Integrationsamt noch geleitet habe, da machte einer eine Ausbildung zum Flugzeugbauer. Und da haben wir dann als Integrationsamt auch die Dolmetscherleistungen finanziert. Das war irrsinnig teuer, das muss man schon auch sehen. Und muss auch sagen, also da bist du natürlich auch als Staat darauf angewiesen, dass du vernünftig mit den Steuergeldern umgehst. Von daher halte ich einen Automatismus, habe ich ein GL, dass ich dann sofort die Leistung kriege, das halte ich jetzt in dem Sinn nicht für zielführend. Aber ich glaube, die Bewilligung, das habe ich verstanden, muss deutlich schneller gehen. Also wenn ich schon diesen Automatismus nicht habe, dann können die aber nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Auch gerade bei Ausbildung und so gibt es natürlich auch Fristen, die der Auszubildende oder die Auszubildenden einhalten müssen. Also von daher, glaube ich, ist der Punkt, hier Druck zu machen, dass das schnell passiert, deutlich besser. Okay, da können wir gerne ja noch mal ein bisschen tiefgründiger zu einem späteren Zeitpunkt diskutieren. Dann okay. Kann zu unserer fünften Frage kommen, soziale Teilhabe. Da geht es um das Bundesteilhabegesetz, Sozialgesetzbuch 9, Paragraph 76 bis 84. Da sind die Dolmetscherleistungen in dem Sektor für den privaten Bereich und für den ehrenamtlichen Bereich oder auch für den sozialen Bereich ja geregelt, dass die Dolmetschkostenübernahme, also wie sieht die Dolmetschkostenübernahme dort aus? Paragraph 82, Leistung und Förderung der Verständigung. Da steht ganz klar, aus besonderem Anlass. Das hätten wir gerne gestrichen. Wären Sie damit einverstanden? Ja, da wäre ich mit einverstanden. Also ich will ganz offen sagen, dass ich einen Musterprozess angestrengt habe, der da aber leider etwas schiefgegangen ist. Und zwar war es ein Gehörloser aus der SPD, der sich darüber beschwert hatte, dass er nicht an den Ortsvereinsversammlungen teilnehmen konnte. Und dann habe ich mich mal ein bisschen mit der Rechtsmaterie vertraut gemacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich eigentlich finde, dass das im SGB 9 geregelt ist und dass der Staat insbesondere bei politischen Veranstaltungen dafür aufkommen muss. Und dann haben wir das an die Kanzlei gegeben, da habe ich das leider nicht so richtig genau verfolgt, wie das da weitergegangen ist. Dann haben die nämlich eine einstweilige Anordnung beantragt und dass der jetzt zur Parteiversammlung gehen soll. Und bei der einstweiligen Anordnung ist die Voraussetzung, dass eine Eilbedürftigkeit gegeben ist. Und das hat das Gericht dann aber nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, naja, warten wir das Hauptsacheverfahren ab. Und dann ist er aber abgesprungen, weil er gesagt hat, nee, jetzt möchte er das nicht. Das belastet ja auch viele Menschen, wenn sie so einen Prozess führen. Ich meine, ich bin Jurist, das ist ja mein täglich Brot. Ne? Mich belastet das nicht, aber ich konnte das sehr gut verstehen, dass er das dann nicht wollte. Da bin ich der Auffassung, dass das eigentlich abgedeckt ist, durch die jetzige Rechtslage und bin da auch sehr gerne bereit, ein bisschen Druck zu machen und wollte das auch in Hamburg bewegen, aber ich habe eben auch gemerkt, wenn du da nicht permanent hinterher bist hinter so etwas, dann wird das auch nichts und ich habe natürlich auch noch die eine oder andere Baustelle. Ansonsten habe ich mir aber fest vorgenommen, dass ich in Hamburg ein Modellprogramm auflegen möchte mit der Hamburger Sozialsenatorin, die das auch schon im Grunde bejaht hat, dass wir so etwas finanzieren, dass wir gesellschaftliche und politische, insbesondere politische Teilhabe von Menschen, von Gehörlosen fördern und dass das nicht aus eigenem, dass das aus eigener Schatulle bezahlt werden muss. Ja, sehr gut, sehr gut. Also genau dieses aus besonderem Anlass, wenn das gestrichen wäre, wäre es wahrscheinlich deutlich klarer. Gerade Gehörlose, es gibt viele Gehörlose, die sagen, sie möchten sich gerne politisch engagieren, sei es auf Kommunalebene, auf Landesebene oder sogar auf Bundesebene. Also zum Beispiel auch im Bundestag, dass dort ein Gehörloser sitzt. Das gibt es bisher nicht in anderen Ländern. Beispielsweise in Israel, dort ist eine Frau im Parlament, Abgeordnete. Oder auch in Ungarn haben wir das auch. Im EU-Parlament gab es zwei, jetzt noch eine.
Und in Deutschland gab es das bisher noch nicht. Und ich stelle mir das vor, wenn da jemand sitzt im Bundestag, dann gäbe es ja die Dolmetscher, okay, aber sprich im Vorfeld Wahlkampf, Gespräche, Podiumsdiskussion oder auch im persönlichen Kontakt einfach, ne? Sei es an einem Infostand oder so weiter, dort werden dann die Dolmetschkosten nicht übernommen. In Bayern beispielsweise, da gibt es auch eine gehörlose Dame, die der SPD angehört, die sehr engagiert ist, die sehr viel Werbung auch macht und alles und die auch gern für den Bundestag kandidieren würde. Aber das Problem hat natürlich auch, dass die Dolmetschkosten nicht übernommen werden. Und das ist halt das große Problem. Das ist halt die Frage, wie kann man das in Zukunft umsetzen? Ja, ich glaube, das haben Sie absolut zutreffend beschrieben, die Situation. Und die Tatsache, dass wenn ich auf eine politische Veranstaltung gehe, dass das häufig dazu führt, dass die Integrationsämter dann auch sagen, nee, das finanzieren wir nicht, oder die entsprechenden Grundsicherungsämter, das finanzieren wir nicht. Das führt natürlich dazu, dass Gehörlose auch gar nicht am politischen Leben teilhaben können. Und die Konsequenz ist, dass sie natürlich dann auch nicht für die Parlamente kandidieren. Weil du musst ja aufgestellt werden, das ganze Verfahren läuft, ne? So, und wenn du so eine Aufstellungsversammlung hast, dann wählen die natürlich auch, die wählen ja keinen Kandidaten, also auch innerhalb der Partei, den sie gar nicht kennen. Aber wenn einer nie da ist, weil er immer das nicht gedolmetscht bekommt, dann kennen die den ja auch nicht. Das ist praktisch so ein Teufelskreis, aus dem man da nicht rauskommt. Also von daher, eine entsprechende Gebärdensprachdolmetschung ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, damit wir auch eine höhere Beteiligung, auch eine höhere politische Beteiligung von Gehörlosen haben. Ja, sehr schön, dass Sie uns da wirklich so gut verstehen. Das freut uns. Dann würde ich gerne zu unserem sechsten Punkt kommen, und zwar der Bereich Förderung der Gebärdensprache. Hier geht es darum, dass in der Europäischen Charta die Regional- oder Minderheitensprachen, beispielsweise hier in Deutschland haben wir ja Dänisch, Friesisch und Romans, dann Niederdeutsch auch. Diese fünf Minderheitensprachen haben wir. Und die Gebärdensprache würden wir gerne auch als Minderheitensprache anerkennen, damit wir quasi eine Förderung und einen Schutz der Sprache haben. Wie steht die SPD dazu? Also zunächst einmal sagt ja die UN-Behindertenrechtskonvention relativ viel über Gebärdensprache. Ich weiß das genau, weil meine erste Rede im Deutschen Bundestag war zu 5 Jahre Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention. Die ist 2008 oder 2009 sie unterschrieben worden und 2014 habe ich also meine erste Rede gehalten und die war genau zu dem Thema. War natürlich sehr stolz, dass mein Wahlkreisvorgänger die unterschrieben hatte, die damals die UN-Behindertenrechtskonvention. Mein Vorgänger im Wahlkreis war Olaf Scholz, Wahlkreisabgeordneter für Hamburg-Altena, und der war dann ja Sozialminister und hat das unterschrieben. Also, darin ist natürlich sehr deutlich geregelt die Anerkennung der Gebärdensprache und wir unterstützen und fördern das auch. Muss ich auch sagen, dass die sprachliche Identität der Gehörlosen mir ein ganz großes Anliegen ist. Ob das jetzt über das Prinzip der Minderheitensprache geht, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil Sie haben ja eben die Sprachen benannt, um die es da geht, und das sind ja in aller Regel dann doch eher so regionale Geschichten. Und gehörlos ist nicht nur nicht regional, es ist ja so geradezu international. Aber die Gebärdensprache ist seit 2002 in Deutschland als eigenständige Sprache anerkannt und also das muss massiv gefördert werden und das habe ich auch ausgeführt, dass ich da entschieden dafür kämpfe. Ja, das stimmt. Ein wissenschaftlicher Träger des Bundestages haben wir uns durchgelesen und haben auch gesehen, okay, dass es als Minderheitensprache nicht so geeignet ist, dass es nicht so gut geeignet ist. Wir würden gerne das BMI, das Bundesinnenministerium, mit denen uns zusammensetzen, mit denen sprechen, aber da kriegen wir immer wieder eine Ablehnung, dass man da wirklich mal das, wirklich ein Gutachten beauftragt, dass Gebärdensprache als Minderheitensprache anerkannt wird, dass ob das vergleichbar ist und so weiter, dass da ein Gutachten beauftragt wird.
und zu gucken, okay, geht man vielleicht doch den Schritt. Was sagen Sie dazu? Oder Helmut Vogel, du möchtest was dazu sagen. Ja, gerade Behindertenrechtskonvention, nochmal ein ganz wichtiges Thema, SGB 9, Bundesteilhabegesetz, klar, das bleibt alles so, wie es ist, das ist auch wichtig. Das hat seine individuellen Bezüge. Die Behindertensprache hat so ein bisschen mehr den Fokus des Gruppenrechts im Allgemeinen. Also Gebärdensprache, vor 200 Jahren hatten wir die schon und es trägt sich von Generation zu Generation immer weiter. Und die Gebärdensprache sozusagen abwerten, dass die abgewertet wird, das verteidigen wir seit Jahren. Es ist ja immer so ein bisschen so ein Charakter, der da irgendwie so mit reinkommt. Und von daher ist halt eine klare Einschätzung für unsere Seite halt auch sehr, sehr wichtig, um da einfach auch da das Kulturerbe zu schützen, was von der UNESCO ja, Moment, ich bin gerade raus, Moment, jetzt habe ich den Namen vergessen. Daniel, hilf mir mal kurz. UNESCO, ne? Ja, genau. UNESCO. Genau, da wurde ja der Antrag gestellt aus Hamburg, ja. Genau, da hat der Amt Hamburg sich sehr, sehr stark engagiert und das auch geschafft. Und da sind wir natürlich super froh drüber, dass es diesen Weg halt geht und wünschen uns, dass das dann natürlich auch dann weitergeht. Ja, man muss dazu sagen, dass die Gehörlosen, das muss man ja wirklich sagen, sind ja extrem aktiv, also auch gerade Sie, und sind da auch sehr erfolgreich, dass manche Leute ja schon sagen, ey, du hast immer nur die Gehörlosen im Kopf, ne? Also mit meiner Übersetzung da im Bundestag, das ist schon so. Aber ganz grundsätzlich ist das natürlich auch der einzige Weg, wie man etwas hinbekommt. Und Sie haben eben das Innenministerium benannt. Ich habe ja mit denen meine traurigen Erfahrungen gemacht, als es um das Wahlrecht für die Vollbetreuten ging. Da muss man sagen, das war außerordentlich schwierig, das durchzusetzen, weil das Innenministerium ist eben für diese Dinge zuständig. Für Wahlrecht sind die auch zuständig. Und wenn nicht die Lebenshilfe-Bundesvorsitzende Ulla Schmidt also so einen außerordentlich guten Draht zu Seehofer gehabt hätte, Horst, du musst mir jetzt helfen, dann hätte das nicht geklappt. Man muss sagen, die Tatsache, also alles, was beim Innenministerium angesiedelt ist und was mit Sozialpolitik zusammenhängt, also insbesondere, wenn das natürlich CDU-regiert ist, das ist einfach außerordentlich schwierig. Ich finde das ist teilweise echt bewundernswert, wie gehörlos und wie sie da auch Druck machen. Und das ist ja auch erfolgreich. Dankeschön, vielen Dank. Gut, dann würde ich gerne zu unserem siebten Thema kommen. Der richtet sich im Bereich Behindertengleichstellungsgesetz. Nächstes Jahr ist das Gesetz 20 Jahre alt. Gibt es Pläne, die zu novellieren, beispielsweise, dass die Verpflichtung der Barrierefreiheit auch auf den privaten wirtschaftlichen Sektor übertragen wird? Und Rechtsschutzmöglichkeiten ausgeweitet wird und ein Feedback-Mechanismus ausgebaut wird. Oh, den müssen Sie mir mal eben, das weiß ich jetzt nicht, was den Feedback-Mechanismus anbelangt. Also, dass man wirklich quasi sich dort melden kann, wenn etwas im privaten Bereich beispielsweise nicht weiterkommt und so weiter und man das melden möchte beispielsweise, um da Rückmeldung zu bekommen, okay, wieso ist das nicht barrierefrei? Das ist damit gemeint. Ah ja. Also das muss man sagen, das sind wir ganz klar dafür und wir wollten, das stand ja auch schon zur 19. Bundestagswahl in unserem Wahlprogramm, dass wir das machen wollen. Und es gibt eben gewisse Dinge, die haben wir im Koalitionsvertrag nicht durchgesetzt. Wir haben es jetzt eben nur für den öffentlichen Bereich drin. Und da wird das gemacht. Wir würden sehr, sehr gerne die Barrierefreiheit auch für den privaten Bereich definieren und verbindlich vorschreiben. Und die Erfahrung hat eben gezeigt, das ist ja völlig traurig, wenn du etwas baust und das ist nicht barrierefrei. Das ist total teuer, aufwendig und so etwas, um das im Nachhinein dann noch umzugestalten. Wenn du aber etwas baust und dann die Barrierefreiheit direkt schon im Vorfeld mit einbaust, dann ist es total einfach. Das ist total super. Wir haben das hier, die neue Mitte Altona, also ich bin ja Abgeordneter für Hamburg-Altona, die ist konsequent barrierefrei gebaut worden. Und ich habe da Jürgen Dusel und Ulla Schmidt, habe ich da beide hingebracht und habe denen das gezeigt. Und da war eine Bewohnerin, die war schwerstbehindert,
aber eine ganz, ganz kluge Frau. Und die hat immer in einem Heim gelebt und die hat dann so eine Konstruktion bekommen, die sie leicht erreichen konnte, große Türen mit Schienen an der Decke, wo sie sich dann von ihrem Rollstuhl reinhieven konnte und ins Bett gehen konnte. Das war total großartig. Und es ist alles möglich, wenn du es vernünftig planst. Wenn du es aber im Nachhinein machst, ist das also wirklich schwierig. Wir wollen auf jeden Fall ein Bundesprogramm Barrierefreiheit einrichten, womit der Bund die Kommunen unterstützt, um so etwas eben auch zu machen. Und die Grundzüge sind ja bereits erarbeitet worden. Und derzeit läuft aktuell eine Befragung des Sozialministeriums an die Kommunen, um so etwas eben umzusetzen. Und nicht nur für den öffentlichen, sondern auch für den privaten Bereich. Sehr gut. Also gerade bei der ER und der Umsetzung dazu, eine Beschäftigung und Leistung, Barrierefreiheit ist natürlich noch einiges zu tun. Da auch gerade das neue Gesetz, das Barrierefreiheitsgesetz oder Barrierefreistärkungsgesetz, BFST, da habe ich mich gerade vertan, haben wir ja im Endeffekt als neues Konstrukt, wo man auch darüber nachdenken könnte, das doch ins Behindertengleichstellungsgesetz eigentlich zu implementieren, um da vielleicht einfach da nochmal das auch einfach mit dem Privatrechtlichen dazu ergänzen, um so auch einfach die Übersicht besser zu gestalten. Und nochmal genau, was implementieren? Also ich hatte so die Vorstellung, dass BFST, dass wir dann sozusagen sagen, das kommt alles ins BTG oder das AG. Dass wir dann halt sagen, wir haben im Endeffekt alles in einem Gesetz und können dann, sage ich mal, unsere Gesetzessammlung ein bisschen entschlacken, als wir für jedes einen eigenen Punkt aufmachen. Somit haben wir dann alles in einem Gesetz, können das übersichtlicher betrachten und alles auf einer Hand. Oh, da wäre nichts gegen einzuwenden, aber es wäre jetzt nicht mein zentraler Punkt. Mein zentraler Punkt ist eigentlich eher, dass es geregelt wird. Und wo ist mir, muss ich gestehen, relativ egal. Also ob das jetzt im Barrierestärkungsfreiheitsgesetz geregelt wird oder woanders, das finde ich nicht zentral. Aber ich glaube, dass die Frage Barrierefreiheit ist nach wie vor eine ganz, ganz zentrale Frage. Und da wollen wir Nägel mit Köpfen machen. Und das muss im privaten Bereich eben auch normiert werden. Und gerade beim Bauen ist das natürlich total zentral. Und wenn du es dann nicht gemacht hast, wenn du ein Haus gebaut hast, wo es nicht, das nicht barrierefrei ist, dann so ein Haus steht ziemlich lange, also steht 200 Jahre oder so etwas, dann hast du 200 Jahre ein Haus, was nicht barrierefrei ist. Und was Wohnungen anbelangt, da ist es auch so, dass ich der Auffassung bin, es muss nicht jede Wohnung barrierefrei sein. Aber es reicht, wenn in einem Haus, ich sag mal, 2 oder 3 Wohnungen dann barrierefrei sind, weil es brauchen ja nicht alle Leute barrierefreie Wohnungen, aber es gibt schon eine Menge, die brauchen. Okay, verstehe. Also gerade, wo ja auch viele Verknüpfungen in den Gesetzen enthalten sind, ne? Gerade mit der Barrierefreiheit, die Definitionen, die da nochmal enthalten sind, die öffentlichen Träger, die damit entsprechend verbunden werden, das BETV 2.0, was da in Verbindung steht, stellt sich mir halt einfach die Frage, warum muss das alles extra gemacht werden? Es wäre doch einfacher, bestehende Sachen einfach zu ergänzen, mit dem Privatwirtschaftlichen einfach auszubauen, um so halt einfach für jeden Art auch diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, ein bisschen zu entschlacken. Da möchte ich nicht widersprechen. Okay, alles klar, sehr gut. Dann haben wir noch eine Frage dazu, Paragraph 19. Allgemein zu der Beförderung, gerade wenn es darum geht, 1,1 Millionen Euro stehen zur Verfügung. Kann die SPD sich vorstellen, da noch ein bisschen was zu erhöhen, das auf eine andere Ebene zu hieven, oder wie ist da Ihre Meinung? 1,1 Millionen sind das, ne? Ja, ist nicht viel, ne? Also da habe ich keine Position der SPD. Pro Jahr, genau. Ja, da habe ich keine Position der SPD, aber ich könnte mir das vorstellen. Okay, Entschuldigung, wir hatten gerade ein kleines Bildproblem. Können Sie das nochmal wiederholen? Ich sagte, da gibt es keine Position der SPD dazu, dass wir das erhöhen, aber ich könnte mir das vorstellen. Okay, das ist doch schon mal schön. Schön zu wissen. Sehr gut. Alles klar, dann kommen wir zum abschließenden Fragepunkt, dem Punkt Nummer 8. Und hier geht es halt nochmal um den klaren Satz, nichts über uns
Wie sieht es da aus? Gesetzesgebungsverfahren im Allgemeinen. Der Bundestag hat sich ja vieles vorgenommen. Wie kann er sicherstellen, dass da die Rechte der Behinderten auch gehört werden? Abgabefristen, Stellungnahmen fair zu gestalten, ist ein großes Thema. Das nicht innerhalb von 2, 3 Wochen irgendwie zu klären zu wollen, sondern da auch die Zeit zu geben, dass man wirklich Stellungnahmen schreiben kann. Zweitens auch das Anhörungsverfahren so zu optimieren, dass Menschen mit Behinderungen als Experten zum Beispiel mit eingeladen werden, um da auch nochmal ihre Meinung kundzutun in so einer Anhörung. Wie ist da Ihre Meinung? Wie sieht die SPD das? Also bei den Anhörungen muss man sagen, das ist bei jedem Gesetz so, es ist jeder Organisation freigestellt, eine Stellungnahme dazu abzugeben. Das ist völlig in Ordnung und die gehen auch ein und die kommen auch in die entsprechenden Drucksachen und werden dann gelesen. Dennoch ist es natürlich so, dass wir schon auch häufig gerade bei Themen, die Behinderung betreffen, gerne den Sachverstand der Gehörlosen dabei hätten. Aber es ist natürlich so, dass die Sachverständigen, die benannt werden, die sind quotiert. Die SPD hat 3, weil wir halt auch so wenig Stimmen gekriegt haben beim letzten Mal, ja nur 20%. Wenn wir ein bisschen mehr kriegen, könnten wir auch mehr benennen und dann könnte man häufiger auch mal Gehörlose dazu nehmen. Und nun ist es natürlich auch so, dass die Gesetze natürlich außerordentlich umfängliche Regelungsmaterien haben. Und da brauchst du natürlich auch für die anderen Bereiche Leute. Und darum ist es eben häufig so, dass die Gehörlosen dann nicht eingeladen werden. Aber in der Tat, man könnte sich natürlich vorstellen, dass man künftig eben auch mit den Koalitionspartnern dann ein bisschen redet und sagt, ey, ihr nennt jetzt, holt jetzt mal Gehörlosen dazu und beim nächsten Mal machen wir das. Da ist sicherlich noch deutliche Luft nach oben. Es gibt ja ohnehin diesen Partizipationsfonds des Behindertengleichstellungsgesetzes, wo das auch teilweise mit finanziert werden kann. Aber ganz grundsätzlich möchte ich doch nochmal loswerden, dass es total gut ist, wenn Sie Stellungnahmen eingeben, einreichen, weil die werden alle gelesen, das ist schon so, aber die werden insbesondere von dem zuständigen Berichterstatter und natürlich auch von den Fraktionsmitarbeitern, die bereiten das dann ja auf und das hat noch nie geschadet. Also das ist im Gegenteil, das kann außerordentlich hilfreich sein und ehrlich, wenn ich leite ja diese Sachverständigenanhörungen immer. Ich habe manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen auch. Da kommen Leute weit her angereist und dann kriegen sie eine Frage oder zwei Fragen. Und dann sagen die da was dazu. Und das ist jetzt auch nicht so gravierend. Aber gravierend sind immer die schriftlichen Stellungnahmen. Ah, okay. Ja, das war bis jetzt auch unser Standpunkt, dass wir immer die Stellungnahmen abgegeben haben und es da wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben. Nur wenn man dann mal als Sachverständiger geladen ist, ist dann halt die Dolmetscherproblematik, die natürlich da auch wieder so ein bisschen im Argen liegt, wo das dann ja nicht vernünftig geklärt worden ist. Aber ich glaube, da haben wir alle draus gelernt und können dafür die 20. Legislaturperiode, glaube ich, eine gute Lösung finden, dass dann auch der Sachverstand vernünftig geladen wird, wo wir auch als Gehörlosenbund uns freuen, wenn wir gehört werden und die Dolmetscher halt organisiert werden. Ja, wir hatten das mal, dass ein Gehörloser da war und wir keinen Dolmetscher hatten oder es außerordentlich schwierig war. Da kann ich nur sagen, peinlich, peinlich, peinlich. Sowas geht ja gar nicht, ne? Ja, gerade in der Situation, wo der Behindertenbetrag halt nochmal wirklich intensiv besprochen worden ist. Genau. Und die Taubblinden dann auch komplett vergessen worden sind am Anfang. Zum Glück hat das alles nochmal geklappt. Alle sind glücklich, dass es dann nochmal den richtigen Weg halt eingenommen hat und da die Erhöhung auch funktioniert hat. Von daher, nicht glücklich gelaufen, aber im Endeffekt nochmal alles richtig gelaufen. Okay, gut. Der Fragenkatalog wurde abgearbeitet. Ich würde jetzt übergeben nochmal an Helmut Vogel, der den Abschluss macht. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bartke, dass Sie sich die Fragen vom Herrn Büther so ausführlich gestellt haben, auch so uns ausführlich die Fragen beantwortet haben. Ich finde es auch wichtig, man merkt, dass Ihnen die Selbstbestimmung von behinderten Menschen sehr, sehr wichtig ist, dass es barrierefrei wirklich einfach auch ein sehr wichtiges Thema für Sie ist. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich glaube, jetzt können wir die Videos allen gehörlosen Gebärdensprachennutzern zur Verfügung stellen und die können sich dann ein eigenes Meinungsbild darüber machen. Selbstbestimmung, dass das gefördert wird, Teilhabe gefördert wird, beispielsweise im Arbeitsbereich oder auch in gesundheitliche Informationen. Also, dass man dort, wie gesagt, überall einfach selbstbestimmt daran teilhaben kann und dann steigt die Motivation ja auch einfach, ne? Und ich glaube, man hat eine stärkere Bindung, wenn man mehr Informationen bekommt, man selber mitgenommen wird, steigt die Motivation, man möchte einfach viel mehr auch daran teilhaben einfach. Ne? Einfach mehr Gerechtigkeit. Das Thema knüpft einfach da total an, meiner Meinung nach. Und ansonsten ist es halt ungerecht für die Gehörlosen. Und dann fühlen die sich halt nicht abgeholt. Und dann sehen sie natürlich auch nicht, dass sie sich irgendwo daran beteiligen sollen. Und ich wünsche Ihnen noch für Ihre Partei und natürlich für Sie persönlich auch ganz viel Erfolg bei der Wahl und ein gutes Wahlergebnis. Und ja, wenn Sie noch ein abschließendes Wort sagen möchten, übergebe ich gerne nochmal an Sie. Ja, gerne. Also ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es hat mir auch Spaß gemacht. Und ich finde, Sie sind der Gehörlosenbund ist ein wirklicher Mahner und Wächter, was die Rechte von Gehörlosen anbelangt. Und ja, auch sehr erfolgreich. Und ich habe mich ja auch, wie Sie wissen, auch intensiv für Gehörlose eingesetzt. Und das macht mir auch viel Freude. Und ich bedanke mich ganz herzlich und ich fordere Sie auf, machen Sie weiter so. Ich glaube, Sie machen wirklich eine ganz, ganz ausgezeichnete Arbeit. Also Sie sind, ich habe bei das Lobbyregister, ich habe ja auch noch einen anderen Job, ich habe bei das Lobbyregister maßgeblich für meine Fraktion durchgesetzt. Und Sie sind Lobbyisten, die ich ganz großartig finde. Also Lobbyisten für die Menschen, für die Gehörlosen. Und machen Sie weiter so. Kann ich nur sagen. Ganz klasse. Vielen Dank für das Lob. Vielen Dank. Gerne. Und wir arbeiten natürlich gerne, haben auch Spaß daran. Genau. Ja, vielen Dank und einen schönen Tag Ihnen auch. Ihnen auch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.